Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In einem der letzten Videos habe ich das Thema Reisefotografie angesprochen und habe erwähnt, dass ich demnächst auf eine kleine Reise gehe. Jetzt ist es bald soweit und ich war gerade dabei, meine Tasche zu packen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch ein super Zeitpunkt, dir einfach einmal zu zeigen, was nehme ich mit auf eine Städtereise und warum nehme ich was mit. Im ersten Schritt muss man natürlich klären, was ist man da für ein Typ Fotograf, welche Fotos möchte man machen. Da gibt es natürlich die einen, die sagen, ich mache gerne Street-Fotografie und ich brauche eigentlich nur Equipment für die Straßenfotografie. Das heißt, da reicht eine kleine Kamera, die nicht auffällt, ein kleines Objektiv dazu, eine Festbrennweite 23, 27, 35 mm irgendwo in dem Bereich und fertig. Mehr muss es nicht sein. Andere sagen, ich nehme überhaupt nur eine kleine Kompaktkamera mit, die einen Zoom-Bereich hat, damit kann ich auch alles fotografieren, was ich möchte. Andere sagen, ich möchte tatsächlich von Architektur bis zu irgendwelchen Details, möchte ich tatsächlich alles fotografieren können. Und jeder muss für sich selber dann entscheiden, welcher Typ Fotograf oder Fotografin man ist. Und diese Entscheidung musste ich auch treffen. Und was ist bei mir rausgekommen? Im Endeffekt habe ich dann doch ein wenig Equipment dabei, mehr als möglicherweise viele andere, aber zumindest für mich aus Gründen. Und trotzdem, obwohl ich diese unter Anführungszeichen Menge an Equipment, die wir uns gleich anschauen werden, dabei habe, ist es so, dass sich das Gewicht in Grenzen hält und dass ich auch noch genügend Platz habe, um mir was zu trinken mitzunehmen, eine Jause mitzunehmen, extra Gewand und Regenschutz mitzunehmen und so dann alles dabei zu haben, was man brauchen kann. Ich würde sagen, dann starten wir einfach einmal hinein. Wie ich gesagt habe, ich bin jemand, ich möchte eigentlich alles fotografieren können. Ich werde Architektur fotografieren, ich möchte mir Details nahe heranholen. Ich werde aber auch Street fotografieren, weil ich das auch sehr gerne habe. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, was verwende ich für die Architekturfotografie, was verwende ich, wenn ich Details heranholen möchte, hauptsächlich. Dazu habe ich im Grunde eine Vollformatkamera dabei. Die Marke ist jetzt komplett egal. Ich rede jetzt im Grunde eigentlich dann nur über Sensorgrößen, über Brennweiten, über Blenden. Das gibt es bei den meisten Herstellern 1:1 auch. Das heißt, der Hersteller ist da komplett egal. Ich habe meine Marken, weil ich diese Marken habe und keine anderen und möchte über die eigentlich auch nicht diskutieren. Auf der Kamera selbst, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, habe ich ein L-Bracket. Dieses L-Bracket ist AK Swiss kompatibel, das heißt, ich kann das direkt dann auf ein Stativ mit einer entsprechenden kompatiblen Auflageplatte montieren, habe die Möglichkeit, die Kamera waagrecht als auch horizontal zu verwenden. Waagrecht und horizontal ist natürlich das gleiche, also horizontal und senkrecht, und also vertikal, und heute haben wir es wieder, oder? Aber egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Und kann da relativ schnell wechseln. Ja, ist natürlich super praktisch. Zusätzlich kann man, wenn man es braucht, dann auch noch andere Sachen drauf montieren. Aber so viel dazu. Also eine doch etwas größere Kamera ist aber spiegellos. Und deswegen schon mal ganz nett. Zum Thema Architektur, was verwende ich da? Zum Thema Architektur habe ich ein 17 bis 35 mm. Das ich da verwende. Das hat Anfangsblende 2,8 bis 4, das heißt, die ist da variabel. Das ist ein sehr, sehr leichtes Objektiv, Bildqualität ist gut und ich habe einen Filterdurchmesser von 77 mm. Dazu kommen wir dann gleich. Also 17 bis 35 mm. Direkt anschließend an diese 35 mm hat das nächste Objektiv. Das ist jetzt ein bisschen größer, von der Größe nicht täuschen lassen. Das ist relativ leicht. Ja? Und zusätzlich ist da noch ein Adapter drauf. Ja? Ich brauche da leider, damit ich es an die Kamera bringe, brauche ich einen Adapter.
Ich nehme das einmal runter, damit du die Größe tatsächlich siehst und beurteilen kannst. So, müssen wir schauen in den Fokus, da ist er schon. 35 bis 150 und auch hier habe ich wieder eine variable Anfangsblende von 2,8 bis 4. Ja, das ist im Grunde recht praktisch, weil damit habe ich einen durchgehenden Brennweitenbereich von 17 bis 150. Übrigens, dieses Objektiv hat einen Bildstabilisator drin und ebenfalls einen Filterdurchmesser von 77 mm. Das heißt, ich kriege die gleichen Filter drauf und brauche keinen Step-Up-Ringe. Das, was super praktisch ist. Das heißt, da kann ich mich entscheiden und sagen, okay, ich mache entweder Architektur oder ich möchte halt tatsächlich, oder ich kann Architektur bis Street machen oder Reportage, oder ich fange so im Reportagebereich an und kann wirklich rauf in Richtung Details gehen und mir Dinge nahe anholen. Zusätzlich dann Filter, einmal einen Pore-Filter und einmal einen Graufilter, sprich einen ND-Filter. Damit kann ich dann zum einen mit dem Pore-Filter Dinge entspiegeln. In der Stadt hat man viel Glas und so. Teilweise vielleicht auch Springbrunnen oder weiß ich nicht, Wasserflächen, die man einfach entspiegeln möchte. Und mit dem Graufilter kann ich natürlich Langzeitbelichtungen machen. Was super ist, gerade für Architektur, mit Wolken drüber ziehen und blaue Stunde ist immer so ein Thema. Aber blaue Stunde braucht man dann wahrscheinlich keinen Graufilter mehr. So, das ist das eine. Dann habe ich natürlich noch eine zweite Kamera dabei. Das ist eine kleine APS-C-Kamera. In dem Fall mit einem Kit-Objektiv oben, Brennweitenbereich 18 bis 55 mm, ebenfalls mit einer variablen Anfangsblende von 2,8 bis 4. Das gibt mir die Möglichkeit, die beiden Kameras zu kombinieren. So kann ich zum Beispiel auf der großen Kamera das 17-35 montieren und da habe ich das 18-55 oben. Das muss man dann, wenn man es quasi wenn man es vergleichen möchte mit der Vollformat oder vom Bildausschnitt vom Vollformat mit 1,5 multiplizieren, das heißt, ich bin irgendwo bei 27 bis 70, 80 mm und habe dann so eine recht gute Ergänzung zum 17-35. Das heißt, ich bin auch da wieder sehr variabel und das ist einer der wichtigen oder für mich wichtigen Punkte. Ich möchte so wenig Objektiv wechseln als möglich. Das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass dann irgendwie Staub in die Kamera reinkommt und Schmutz und so, natürlich auch ein bisschen. Aber da geht es dann auch darum, wenn ich ein Motiv sehe, das kurzlebig ist zum Beispiel, dann will ich nicht Objektiv wechseln müssen, weil dann ist das vorbei. Da möchte ich dann die Kamera nehmen, abdrücken und dann habe ich mein Motiv erfasst. Da muss man in der Stadt dann durchaus schnell sein. Und das ist einer der Gründe. Ich habe dann noch, und das war es dann auch, noch ein 23 mm dabei. Das ist eine Festbrennweite. Und mit Anfangsblende 2, also ein sehr lichtstarkes, ein sehr kleines. Wenn man das dann auf der Kamera montiert, dann ist das genau richtig für Streetfotografie. Das fällt keinem auf. Das geht auch niemandem auf die Nerven und damit lassen sich tolle Bilder machen. Und es passt. Die Kleine hat eine Kameraschlaufe, mit der kann ich mir das um den Arm hängen. Und die andere Kamera, die hänge ich mir dann tatsächlich mit einem Gurt um. Und damit muss ich auch nicht beide Kameras gleichzeitig in der Hand halten. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mir dann meistens im Vorfeld schon überlege, was möchte ich dann tatsächlich fotografieren an diesem Tag? Wo liegt mein Fokus? Liegt er auf der Architekturfotografie? Liegt er auf der Streetfotografie? Und je nachdem passe ich mir beide Systeme so an, dass sie sich gut ergänzen, ja, oder aber für einen bestimmten Bereich einfach Vorteile bieten. Das heißt, ich sage dann, ich mache Street und Details zum Beispiel. Ja. Dann habe ich auf der kleinen Kamera eine Festbrennweite drauf und auf der anderen habe ich halt dieses große Zoom oder ich mache Architektur und Street.
Das lasse ich alles ganz gut kombinieren und den Rest lasse ich meistens, also den Rest nehme ich meistens gar nicht mit. Das heißt, ich komme auch gar nie in die Verlegung, da das ganze Equipment mitzuschleppen. Kann trotzdem alles das machen, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht noch ganz wichtig, weil ich vorher auch gesprochen habe, wegen dem L-Bracket für die andere Kamera. Ich habe bei der kleinen habe ich da einen Kameragriff oben. Da habe ich natürlich auch unten die Möglichkeit, da ist wieder eine Leiste drauf, die ist auch Akasis kompatibel, das heißt, die kann ich auch reinhängen und mit dem gleichen System verschließen. Da sind wir dann im Grunde eigentlich beim Thema Stativ. Stativ nehme ich natürlich auch eines mit, gerade wenn ich Architektur fotografieren möchte. Das ist ein leichtes Carbon-Stativ. Ideal für unterwegs und ideal für die Städtereise. Es hat ein super tolles Backmaß, das passt super an den Rucksack auf der Seite. Das ist auch, wie gesagt, sehr, sehr leicht. Ich glaube, das hat einen Kilo, 1,1, viel mehr hat das nicht. Und ist super praktisch und braucht man halt natürlich gerade eine Architektur, Langzeitbelichtungen machen, das ist super. Zur Ergänzung dazu habe ich da noch eine kleine Säule. Viele dieser Reisestative haben ja dann so eine ausziehbare Mittelsäule, die dann, wenn sie ganz auszogen ist, wenn man es braucht, weil man vielleicht stürzende Linien korrigieren möchte und deswegen weiter nach oben muss, die wackeln dann so. Ja. In dem Fall habe ich da eine ausziehbare Säule, die fix zu verschrauben ist. Ja. Die kommt dann so drauf, die ist dann fix drauf. Da komme ich dann anständig nach oben. Ja. Die hat ja dann doch, weiß nicht, 30 cm. Vielleicht sogar mehr und das wackelt nicht. Das ist ganz, ganz stabil und damit habe ich super Erfahrungen gemacht. Was habe ich noch dabei? Natürlich jetzt kleine Hilfsmittel noch, die kommen. Ich habe da ein Akku-Pack dabei mit allen Kabeln, die ich brauche. Ein relativ großes. Damit kann ich tatsächlich Handy aufladen, damit kann ich aber auch die Akkus meiner Kameras aufladen. Weil ich auch beide die Akkus über die Kameras direkt laden kann. Das heißt, wenn ich eine nicht brauche, gebe ich sie in den Rucksack, stecke sie an oder beim Essen oder wenn man sich irgendwo auf einen Kaffee hinsetzt, dann kann man die inzwischen wieder aufladen. Natürlich super, passend dazu natürlich dann noch ein paar Reserve-Akkus für beide Systeme. Was haben wir noch? Dann habe ich ein Speicherkarten-Etui mit jeder Menge Speicherkarten, die natürlich alle leer sind. Dann ein kleines Büchlein, damit man ein bisschen was aufschreiben kann und notieren kann. Das kann durchaus auch immer hilfreich sein. Mir ist es da dann nicht da. Habe ich noch ein paar kleinere Kabel und Kopfhörer. Kann man auch immer brauchen. So, was haben wir noch? Da auf der Seite, ja, natürlich braucht man einen Kugelschreiber, sonst bringt auch der Block nichts. Für schlechte Zeiten sicherheitshalber Tabletten, für Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, was auch immer unterwegs. Dann habe ich da noch ein Mini-Stativ. Das möchte ich auch noch ganz kurz herzeigen. Das habe ich auch immer ganz gern dabei. Das kann man ganz, ganz flach auf den Boden stellen. Das ist dann natürlich super, weil da kann man auch aus tollen Perspektiven Aufnahmen machen. Hat natürlich auch wieder den gleichen Verschlusstyp. Plus ich habe die Möglichkeit, dass ich da einen Handyhalter montieren kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich kann den da drauf montieren und kann dann zum Beispiel das Handy irgendwo hinstellen und mache einen Zeitraffer als Möglichkeit. Oder aber ich kann auch damit mein Handy einklemmen und wir machen ein kleines Video von unterwegs, das ich vielleicht machen werde, ich weiß es noch nicht. Dann haben wir da hinten noch ein paar Kleinigkeiten mit dabei. Was ist da drinnen? Taschentücher kann man immer brauchen. Ein kleines Werkzeug für das Stativ, falls irgendwelche Schrauben anzuziehen sind. Dann natürlich Mikrofasertücher zum Reinigen der Brille und der Objektive. Ein Messer ist immer mit dabei und natürlich ganz wichtig immer ein Licht. Das ist dann interessant, wenn man
irgendwo im Dunkeln ist, wenn, weiß ich nicht, das Licht ausfällt im Zimmer, wenn man was suchen muss, kann man eigentlich immer gut gebrauchen und hat mir auch schon sehr oft wirklich gute Dienste geleistet. So, das ist das gesamte Equipment, was ich mitnehme. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe neben den Dingen noch viel Platz für andere Sachen, wie eine Getränkeflasche, eine Jause, extra Gewand oder Stauplatz für kleine Mitbringsel und dergleichen. Das ist super. Warum habe ich jetzt diese Objektive gewählt? Ich habe es eh schon nebenbei gesagt, für welchen Einsatzzweck ich die verwende. Teurere Objektive nehme ich nicht mit. Wie gesagt, es ist eine Städtereise. Da ist man auch nicht immer ganz so aufmerksam und da können dann schon nochmal schnell Dinge wegkommen. Da möchte ich keine teuren Objektive riskieren, zum einen. Zum zweiten kann es natürlich auch an mir liegen, dass ich in der Hitze des Gefechts, dass mir was runterfällt. Und da ist es mir lieber, dass ein günstigeres Objektiv kaputt geht, als eines meiner teuren Objektive. Nichtsdestotrotz ist es so, dass alle Objektive, die ich mitnehme, haben eine super Qualität. Das heißt, die bilden super scharf ab und wenn irgendwie was nicht funktioniert, kann ich tatsächlich nur mir ganz alleine einen Vorwurf machen. Dann habe ich das versemmelt und ich bin schuld. Natürlich sagen, okay, naja, zwei Kameras, wird sich der eine oder andere fragen, muss das sein? Nein, muss natürlich nicht sein. Ne? Wie gesagt, manche sind dann auch glücklich, wenn sie nur ein 24, 1 und 5 mitnehmen. Manche sind glücklich, wenn sie eine kleine Kamera mit einer Festbrennweite mitnehmen. Das bitte ist jedem zu überlassen. Ich habe euch gezeigt, was ich mitnehme. Das ist für mich so okay. Das war früher schon viel, 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 viel mehr. Aber ich versuche das auch zu reduzieren, versuche aber trotzdem meine Art der Fotografie weiterhin zu ermöglichen, so dass ich mich nicht zu sehr einschränken muss und habe das für mich so optimiert, dass es für mich einfach passt. Gut. Dann wären wir eigentlich durch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir das angeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir die eine oder andere Überlegung vermitteln, warum ich was mitnehme. Vielleicht hilft dir das auch weiter. Mich würde interessieren, wie du das machst. Was nimmst du mit auf einen Städtereisetrip? Welcher Typ Fotograf, Fotografin bist du? Ja? Hinterlass mir bitte einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ja? Und wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich natürlich auch über deinen Daumen rauf oder vielleicht sogar über ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.